Heute nutzen wir nochmal wieder die Hilfe des Random Number Generators und wählen ein allerletztes Mal, okay, das ist die 11 geworden, heißt von die 11 und hiernach werden wir definitiv das letzte Ass haben, denn unsere eine Fahrerin wird dem entsprechend auch passend, oh Gott, so eine lange auch noch. Ja, das ist eine etwas längere von Hafenverwaltung zu Sigwalden-Larchstraße. Und dann wahrscheinlich zurück entweder zu dem Depot oder zu dem Depot. Dann nehmen wir einfach mal den. Ach komm, wir nehmen den MAN. A37. Alles stinkt normal, wie eine normale Rundfahrt. Dann wollen wir mal einsteigen. Das haben wir nach dieser Tour auch dann die Mission hier abgeschlossen. Und können dann nächste Woche dann mit einer neuen Aufgabe, mit einer neuen Mission dann wieder so richtig durchstarten. Schließen wir mal alles. Ich mach den Motor an, das Licht für uns aus, für die Fahrgäste an. Dann können wir die Parkbremse, die Querstellerbremse lösen, Tempomat einschalten, Gang einlegen und dann können wir losfahren zur Hafenverwaltung. Fahren wir mal dorthin. Ist natürlich wieder super, dass ich gucke mal, ob ich meinen Teebecher eben nutze, um da mir was zu trinken einzuschenken. Freue mich, dass wir dann auch gleich neue Aufgaben haben. Okay, da wurde der Windows-Sound plötzlich lauter. Obwohl ich 10 Stunden vorher eigentlich begonnen habe damit, den Auto zu machen. Aber ich weiß auch immer noch nicht ganz genau, auf welcher Lautstärke der jetzt ist. Das ging da jetzt nicht ganz raus hervor. Ach ja, eine kleine schöne Rundfahrt nochmal hier. Im MAN macht es auch immer wieder, ist auch immer wieder schön zu fahren. Ja, ist eigentlich noch richtig so wie es vorher hatte, aber naja. Oh, die ganze passen hier mit den Einstellungen. Beziehungsweise immer noch hier so irgendwie dieselben Einstellungen, die vorher da waren, sind. Ne, Moment, die Einstellungen sind immer noch gleich, aber irgendwie hat es immer noch denselben Effekt, finde ich. Das wollte ich damit sagen, eigentlich. Und dass der Blur-Effekt noch da sein wird, war ja auch klar, weil wir den ja halt immer noch hatten. Auch beim letzten Mal, wir haben den Blur-Effekt ja quasi wieder zurückgepackt. Ich sehe ihn zwar jetzt aktuell noch nicht, aber... Aber das sehe ich ja meistens erst, wenn es wirklich unsmooth läuft. Wenn ich mir was eintrinken, zu trinken einschenken möchte, ich habe auch sowieso nichts mehr da, von daher. Noch ein kleines Fitzchen. Dann geht es gleich zum Hafen Pier 1. Wir müssen ja gleich eh nochmal komplett durchgehen. Ein Studenteneinzelticket. Danke. Sehr schön, und dann gehen wir noch einmal durch. Na klar. Brauchen wir nicht. Na klar. Na klar. Dann geht's zum Hafen Pier 3. Wie gesagt, wir ziehen das alles noch durch. Im neuen Jahr gab es, soweit ich das mitbekommen habe, abgesehen von ein paar neuen
Trailern zu Bussen noch keine weiteren News zum neuen Bussimulator 8, zum neuen Bussimulator Teil. Aber das halten wir weiter im Auge. Bin ich fast zu weit gefahren. Machen wir erstmal hier die Luke auf. Gerne doch. Es wollen alle aussteigen. Bis dann. Das ist ja praktisch. Eine Fahrkarte bitte. Ein weiteres Bett, ein Einzelticket. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber natürlich ein Senioren-Wochenticket. Wo hab ich denn Augen? Dann haben wir jetzt auch alle. Dann können wir jetzt auch weiter, sofern es jetzt hier vorangeht. Unser Kollege Bart ist ja auch ist ja hinter uns auch schon bereits, beziehungsweise ein Angestellter besser gesagt. Nächster Halt, Hafen, Pier 1. Wir, der will ja schon wieder raus. Aber noch hat keiner drauf gedrückt, ne? Also von daher will wohl keiner aussteigen. Womit ich auch gar kein Problem habe. Heute nicht noch arbeiten. Nächster. Können Sie bitte die Lampe runterlassen? Okay. Ich würde gerne aussteigen. Never mind. Dann machen wir die Tür auf. Wiedersehen. Wiedersehen. Wir steigen schon wieder alle aus. Das ist ja der Wahnsinn. Wieder ein Einzelticket. Danke. Sehr schön. Na klar. Wunderbar. Dann können wir auch direkt weiter. Ich hab die Tür wieder kaputt gemacht. Schlecht. Aber gut, dass ich das jetzt wieder sehe, dann weiß ich zumindest, habe ich mich zumindest wieder daran erinnert, dass wir die Tür auch wieder, die Luke auch wieder zu machen müssen. Rampe, wir kommen jetzt auf Luke. Rampe ist das richtige Wort und sollte man es auch nutzen, wenn man zumindest gerade in den einen geraden Sinn kommt. Aber dann müssen wir sie wieder warten. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Dann sind wir auch schon gleich bei den besten Lagerhallen. Zwar ordentlich zu spät, aber vielleicht holen wir gleich mal die Zeit wieder ein. Dann müssen wir uns halt auch ordentlich für beeilen jetzt, aber wir könnten jetzt noch Zeit gut machen. Nächster Halt, Wrestle Lagerhallen. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen sehen. Steigen schon wieder alle aus. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Zwei Standard-Wochentickets.
Danke. Schön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ein Seniorenwochenticket. Das waren auch schon zu viel. Hier, bitte. Na klar, hier, bitte. Und schnell weiter, damit wir möglichst wenig Zeit verlieren auf dem Weg zu Sibaldenido. Wobei wir jetzt auch wieder ordentlich Zeit verlieren hier an diesem Spot. Haben wir mittlerweile. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fastfood? Junkfood? Ich glaube, ich probiere mal Streetfood. Wo wir so viel warten und so lange Wartenzeit haben, bin ich gerade so ein bisschen am gucken, was so. Ich habe jedes Mal Probleme oder jedes Mal kaum Platz hier auf dem Smartphone, weil ich es halt nicht, weil ich nichts von der internen Festplatte auf die externe verschieben kann, auf die SD-Karte. Ein ähnliches Problem, also was heißt ein ähnliches Problem? Speicherproblem habe ich jetzt auch gerade ein bisschen auf der C-Festplatte. Eigentlich hatte ich ordentlich Platz wieder gut gemacht. Ich hatte immer 130 GB oder mehr. Hab zwar auch noch nebenbei dann nochmal haben gerade einen bestimmten Zeitdruck. Hab nebenbei halt dann auch wieder was installiert an Spielen und so. Wodurch dann wieder weniger Platz war, aber ich hatte eigentlich so. Hatte eigentlich so ungefähr 70 GB freien Speicher noch gehabt. Und jetzt so. Egal, fahren wir geradeaus weiter. Und mittlerweile bin ich jetzt auch wieder so bei nur noch 50 GB, obwohl ich nichts weiter installiert habe, nichts weiter Größeres runtergeladen habe und so weiter und so fort. Es gab dann noch ein Windows-Update, dann habe ich das installiert gehabt. Dann hatte ich plötzlich 4 GB mehr, aber da fehlen halt trotzdem noch 20 GB, die irgendwo sind. Ist ja gerade echt ein bisschen merkwürdig. Keine Ahnung, wo der ganze Speicherplatz hin ist, aber irgendwo müssen 20 GB hier rumliegen. Was natürlich sein könnte sein, dass es könnte an den. Wobei an Steam kann es eigentlich auch nicht liegen. Also an beispielsweise Cities Skylines oder Transport Fever 2 oder sowas, echt? Wo ich halt Mods runtergeladen habe. Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Naja, mal schauen, vielleicht. Hoppala. Spiel hier nochmal ein bisschen und schieb das auch nochmal auf eine andere Festplatte. Das eine oder andere Spiel. Der Wahnsinn, wie wenig Zeit wir haben, ne? Wir kommen trotzdem zu spät an, obwohl wir hier Pedal to the Metal hinfahren. Schön, da oben zwei Züge, die über die Brücke fahren. Fix hier ab. Und dann sind wir auch gleich dort. Was ich auch nicht verstehe, warum die ganzen Apps von Google einfach mal mindestens 100 MB groß sein müssen. Es gibt ja keine App von. Keine Google-App, die irgendwie. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Kommen wir jetzt mal endlich hier. Wir müssen auf den letzten Wagen warten, ey. Das ist freundlich, die Menschen hier in Seaside Valley. Nächster Halt, Sigma.
Aber ich kriege da kein Problem damit, wenn ich es auch mit diesem Huawei-Smartphone, mit dem Huawei-Handy, was ich jetzt gerade habe, wenn ich es damit auch verschieben könnte, aber es geht halt nicht, warum auch immer. Bei dieser Version gehst du halt einfach per durch. Eine Fahrkarte bitte. Ein metalles Ticket. Danke. Zeitdruck. Deswegen bleiben wir direkt weiter. Zur Oakstraße und dann halten wir dann bei Siegwalden-Lido, glaube ich. Oder wo auch immer das war, oder Siegwalden-Zentrum, ich weiß schon gar nicht mehr. Also das ist halt irgendwie, ja. Gut, Twitch ist auch nicht gerade klein, 226 Megabyte. Also wie gesagt, wenn die ganzen Sachen verschieben könnte, dann wäre es gar kein Problem. Dann könnte ich auch das ein oder andere Handyspiel auf dem Smartphone haben. Aber nein, da das nicht funktioniert, habe ich eigentlich so gut wie alle Spiele, die ich ab und zu mal spiele oder nutze, habe ich komplett alle mit BlueStacks auf dem Rechner rumliegen. Aber naja. Ist halt wie es ist. Oakdale Straße, zur Oakstraße sind wir auch nicht pünktlich. Die letzte Folge von Winkel der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Ja, auf das Schlagloch können wir komplett auf gut Deutsch scheißen. Hauptsache wir sind. Das war wieder die Zeit, ne? Die Zeit hängt uns mal wieder im Nacken. Ich könnte eigentlich auch wetter.com deinstallieren, da ich eigentlich nur Wetter Online nutze. Naja, muss ich mal wieder ein paar Sachen da deinstallieren, dann passt das schon wieder. Typs Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Und dann steht natürlich da wieder jemand von uns rum. Na, er fährt ab, wunderbar. Nächster Halt, Oakstraße. So. Ich bin mal gespannt. Bis dann. Es könnte sein, dass man das halt im neuen bitte. Teil so machen kann, dass einer dann fährt und der andere Danke. Quasi Kontrolleur eine Fahrkarte, ist. Bitte. Einzelstandard drucken. Also es könnte sein, dass man das machen kann. Man Danke. Könnte es mal probieren. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Mehrere, zwei Standard-Tickets. Ab zu Oakville Zentrum. Nächster Halt, Oakville Zentrum. Nach dieser Fahrt sind wir, glaube ich, auch bei 23 Millionen. Ich nehme nicht an, dass Sie hier das Mal gefahren haben. Oakville Zentrum. War ich eigentlich immer, wenn ich Zeit habe dazu, ne? Aber da ich keine Zeit dafür habe, mach ich es halt gerade nicht. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Oh Gott. Allein Twitter, 2,5 GB. Schon wieder. Standard drucken. Aber gut, Twitter nutze ich ja eigentlich gar nicht mehr auf dem Handy. Eine Fahrkarte. Kann ich eigentlich auch komplett deinstallieren. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Wenn ich drüber nachdenke. Mittlerweile nutze ich es ja gar nicht mehr. Nächster Halt, Siegwalden. Lachstraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. Da ich ja kein Internet habe auf dem Smartphone, weil ich nach. Wenn ich irgendwann mal unterwegs bin, was da auch mal spazieren oder einkaufen oder sowas. Nächster Halt, Siegwald. Kann ich eigentlich komplett löschen. Endstation. Bitte alle aussteigen. Schön. Das
dann. Dann fahren wir mal wieder zurück. Da sind einige Sachen dabei, die einfach unfassbar groß sind. Müll nehmen wir immer später mit, wenn wir draußen sind. Fahren wir langsam voran, oh Gott. Oder auch nicht. Okay. Plötzlich geht's ohne Sound weiter. Immerhin haben wir noch Sound. Weil ich die KI vorher gerade echt auch nur Sound beide. Ich frage mich ja, wie das ist, ob wir ohne Passagiere hier über den Speedbump auch mit Fullspeed rüber können. Ja, können wir, okay. Und also wieder mit den Schlaglöchern. Weil wahrscheinlich ab einer gewissen Geschwindigkeit kann es halt auch dann zu Schäden führen, aber gut. Fahren wir jetzt zur Garage am Zopf. Ich weiß gar nicht mal, wie das war, ob man jetzt im neuen Teil dann Busgaragen kaufen kann oder ob man sie auch nur in Anführungszeichen freischaltet. Gott, die Innenstadt, Alter. Dann hat's mal wieder gemerkt. Praktisch, dass ich mich dazu entschieden habe, diese Woche nur ein einziges Busmat 18 mehr zu nehmen, weil es zu einer Zeit nicht wirklich hinhaut. Später wird es wahrscheinlich dann nochmal ein kleiner Stream. Das ist ja schön, dass wir in der grünen Phase wieder komplett verschlafen haben, in Anführungszeichen. Endlich dürfen wir weiterfahren. Was sind denn das für Rotschläfer hier? Zwei Fahrzeuge, die einfach auf vorbei roten, aber einfach stehen und nichts machen. Das scheint mir nicht gewollt. Aber wie gesagt, im neuen Teil gibt es dann ja komplett verbesserte KI. Da macht das ganze Fahren dann auch wirkt das ganze Fahren auch noch realistischer. Beziehungsweise dann wird die Umwelt bzw. unser Umfeld auch realistischer wirken. Was eine sehr große Bereicherung sein wird. Aber alles dann im neuen Teil. Müll. Haben wir noch irgendwo Müll? Nein, das war der einzige Müll. Dann können wir aussteigen und dann die Mission, die wir so lange gebraucht haben, endlich beenden. Und uns anschauen, was uns dann nächste Woche da mit der neuen Mission erwartet.
Ein Schwarzfahrer gab es. Gut, alle sind jetzt mittlerweile auf Level. Auf maximales Level gepusht worden. Wir haben 640.000. Ne, ja doch, 640.000 bekommen. Nicht schlecht. Dann soll das auch gleich abgeschlossen sein. Also, es ist abgeschlossen. Gut gemacht. Einige Sehenswürdigkeiten haben bereits merklich höhere Besucherzahlen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Erfolg wiederholen können. In Seaside Valley gibt es einige hübsche Orte zum Spazierengehen. Aber die Flusspromenade und den Wald im Süden von Westfield sind die beliebtesten. Sowohl bei den Anwohnern als auch bei den Touristen. Also, bitte erstelle 2 Routen entlang dieser Wege, damit die Leute einfach zu- und aussteigen können. Erstelle zusätzlich eine Route, die diese Wege mit dem Lido verbindet. Nach einem langen Spaziergang würden die Leute sicher gerne am Wasser entspannen. Okay. Beinarbeit. Die Leute lieben es, um die Flusspromenade und den Westfield Wald spazieren zu gehen. Erstelle eine Strecke entlang der Fußwege. Und zu fahren auf einer Strecke, um Einkauf einer Strecke zu generieren. Wir sollen exakt 6 Haltestellen. Einmal Pisco Grange, Westfield. Wanderstiefelstraße, Steinegger Grange, Steine Kirche. Und das im Rundfahrtmodus fahren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist dann so gesehen. Hoppala. Nein, darauf wollte ich nicht ausdrücken. Aber das ist dann so gesehen die Waldstraße, die Waldroute, wenn man es so bezeichnen möchte. Einmal hier entlang, das ist ja entspannt. Dann auch diese im Rundfahrtmodus nochmal dann fahren, das wird dann die Flusspromenade sein. Und dann eine Streckenzeit unter 20 Minuten, okay. Exakt 5 Haltestellen und wir sollen das dann im Loop-Modus fahren. Dafür sollen wir die Peace Coke Grange, die Römerstraße, Steineck Ost, Fischgrund und Siegwalden-Lido miteinander verbinden. Das wird interessant. Und, oh Gott, das mindestens, oh Gott. Dass mindestens 5 Assfahrer und 5 Busse Einnahmen auf jeder Strecke generieren. Erhöhe das Level jeder Haltestelle dieser Strecke auf 6. Oh Gott. Ja, daran werden wir am meisten wieder knabbern. Was wir zu knabbern haben. Es sei denn, wir machen das clever. Und outsourcen einfach den einen oder anderen Angestellten, sodass wir das dann haben. Ich denke mal, das ist die klügste Idee, um das Ganze schneller hinzubekommen. Wir können ja hier von den beiden Strecken, können wir ja jeweils 3 Fahrer wegschicken. Dann haben wir das schon mal und dann haben wir hier beim Handelszentrum, bei der Route 22 haben wir auch eine Menge. So sieht es nämlich aus. Da werden wir eine Menge was in der nächsten Woche zu tun haben. Erstmal die 4 Strecken erstellen, die ersten beiden 3 Strecken erstellen und dann schauen wir mal, wie wir dieses hier komplett haben, handhaben werden, dass wir hier das mit den Assen hinbekommen. Pff, Gott. Das Gute ist, wir können halt Leute wieder mitnehmen und so weiter. Das machen wir alles in der nächsten Woche. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Video wieder.